Lieber Sebastian, ich denke, wir sollten uns heute mal richtig mit Schokolade betrinken, oder? Es ist Frühstückszeit. Schokolade und Rum. Na, so ist man auf jeden Fall schnell satt. Ich beginne jetzt gleich schon mal. Ich teste jetzt mal was. Ich habe den Rum noch gar nicht gezeigt. Also, was haben wir hier stehen? 5 verschiedene Rums und auch 5 verschiedene Schokoladen. Und du fängst gleich mal mit Barbados an. Brennt noch ein bisschen, der erste Schluck am Tag. Ja. Aber gar nicht so schlecht. So, warum machen wir das eigentlich? Rum und Schokolade. Wir haben uns das Video heute überlegt, weil wir ja gerade von einer Veranstaltung kommen. Also vor ein paar Tagen war die im Haus der Kulturen und dort haben wir eben Rum und Schokolade, genau in der Form wie jetzt hier heute, angeboten und wir hatten noch nie so begeisterte Gäste bei so einem Großevent. Jeder hat erstmal Whisky erwartet und dann plötzlich standen da die Rumflaschen und dazu gab es Schokolade. Und deswegen wollen wir heute mal im Detail genau diese Kombinationen vorstellen. Es gab damals zum Einstieg, und es war wirklich so ein Wachmacher, muss man sagen, diesen Clairin Rum aus Haiti, was ohnehin schon eine Besonderheit ist, ein klarer Rum, der wirklich sehr abgefahren nach exotischen Fruchtnoten, schmeckt fast schon wie ein Obstbrand, aber auch eine gute Portion Alkohol hier mitbringt mit 51%, der in Verbindung mit dieser weißen Schokolade mit Kokos so wirklich ein Wachmacher und gab gleichzeitig auch noch tolle Aromen. Also perfekt zum Frühstück, sagst du, mit Wachmacher. Ja, für die Barkeeper und für die Serviceleute war das sehr willkommen ist auf jeden Fall, aber auch für die Gäste. Ja. Ungewöhnlich natürlich mit sowas einzusteigen, aber es war mal was anderes. Dann haben wir einen komplett ungezuckerten Rum mit einer Milchschokolade mit Mandeln und Mandarine probiert. Das war eben schön, Rum mit weniger Süße, mit einer süßeren Schokolade und dann hat man so diese Mandelaromen, Mandarine kommt auch ein bisschen rausschmecken. Also es war insgesamt eine sehr komplexe Kombination auf jeden Fall. Hat jedem gut geschmeckt. Danach kam der absolute Favorit, weil es einfach ein Klassiker ist. Wir haben jetzt hier einen recht süßen Rum aus Panama von Rum Nation, so heißt der Abfüller. 10 Jahre fast gelagert, aufgezuckert und deswegen deutlich süßer. Der schmeckt so eigentlich wie pure Milchschokolade, so kann man sich den ein bisschen vorstellen. Und dazu eine perfekte Zart-Bitter-Schokolade mit 72% Kakaoanteil. Ja, wenn man einsteigen möchte in das Thema Rum und Schokolade, ist das immer so eine perfekte Kombination. Dann hat man was für die Freaks vorbereitet, ein Jamaika-Rum, Goldmedaillengewinner, auch zum besten Rum seiner Art gekürt worden. Nur 5 Jahre Fastlagerung, aber wir haben jetzt zum einen diese typischen Ester-Rumen aus Jamaika und zum anderen haben wir hier einen Rum mit 50% Alkoholanteil, deswegen auch wieder deutlich schärfer in Kombination mit der Milchschokolade, mit getrockneten Erdbeerstückchen. Dann kommt da auch wieder was Fruchtiges bei raus. Was leicht Fruchtiges, das schöne Süße, das Cremige von der Schokolade und dazu diese Schärfe, leichte Schärfe vom Rum und die Esternoten, das war echt absolut spannend. Gerade für die Freaks eben. Und zum Schluss gab es eine bisschen weibliche Variante und zwar der Silverfleet 1628, der im berühmten Süßweinfass gelagert wurde. Ist letztendlich ein Rumlikör, also geht schon wieder ein bisschen weg vom klassischen Rum, ist deutlich süßer. Und dazu hat man eine zartbitter Schokolade mit Chili, wo man dann gerade so im Abgang schön die Chili-Noten schmeckt. Also 5 absolut verschiedene Kombinationen, jede für sich total spannend. Und das hat für ja, pure Begeisterung gesorgt beim Publikum. Ja, das glaube ich. Diese Kombinationen sind immer echt spannend. Und es war lustig, die Leute kamen her, haben die Flaschen gesehen und haben gedacht, ah, Whisky.
Und dann wurden sie mit Rum glücklich. Tja, sehr gut. Ja, vielen Dank für die Hauptanliegen. Ich trinke noch einen Schluck. Zum Wohle.